Wie das hier? Wie hält denn das? Das ist ja irre. Es kommt doch immer wieder irgendwie anders, als man denkt. Beziehungsweise ich wusste nicht genau, was ich heute noch machen soll. Weil Vatertag überall ziemlich viel los ist. Aber jetzt habe ich mir den Parkplatz hier genommen, mich wieder daran erinnert. Und nicht das Schlechteste. Jetzt gibt es aber erst eine Schokolade. Und los geht's. Es ist 4 und ich hoffe, dass es ein bisschen ab jetzt ein bisschen ruhiger wird an diesem Vatertag, wo echt viel los ist überall. Ich bin hier auf halber Höhe auf dem Sommerberg. Wollte eigentlich heute nicht hoch, weil im Wildbad wirklich viel los ist und so, hier ist die Fahrrad-Download. Wie heißt das Ding? Der Bikerpark vom Sommerberg. Und da rasen die Jungs, großteils Jungs, runter wie die Verrückten. Da wartet einer, der traut sich nicht, wartet bis ich vorbei bin. Jetzt habe ich die Download-Strecke passiert. Downhill oder was für ein Down auch immer. Irgendwo hier muss dann der Fußweg hochgehen. Wunderschön durch den Wald bin ich mal im Winter gegangen. Es lag zwar nicht mehr viel Schnee unten im Ort, aber hier oben war der Weg echt so kritisch, dass ich mich nicht mehr runtergetraut habe auf dem Rückweg und die Straße entlang gegangen bin. Ich hoffe, ich finde ihn noch. Ich habe ihn gefunden, den kleinen Weg. Nach unten steht hier dieses Schild. Und war leicht zu erkennen, ich komme von da. Und nach oben geht es jetzt hier zum Sommerberg. Fußweg Sommerberg. Auf geht's. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber die Leute, die gehen jetzt, wie ich dachte, hauptsächlich runter. Nur kamen mir gerade, haben gerade 3 Mädchen mit Steinen geworfen. Von oben runter. Also von einem Weg auf den nächsten oder übernächsten. Ich habe ihnen dann gesagt, dass sie das sein lassen sollen. Weil da unten Leute laufen könnten und auch tun. Oh, die Mütter haben mich nur dumm angeschaut. Die vielleicht 10 Meter weiter dahinter kamen. Und kaum war ich weg, haben die Mädchen wieder Steine nach unten geworfen. Herrliche Erziehung. Musik.
So, jetzt bin ich oben. Gehe aber noch wieder noch ein Stückchen runter, um diesen Ausblick zu genießen. Park, wo natürlich noch ein bisschen was los ist, aber da kommt die Bahn hoch, genau. Sind aber nicht mehr viele Leute drin. Es wird hoffentlich bald ruhiger. Hier beginnt der Baumwipfelpfad, wo man auf so Holzstegen auf der Höhe der Baumspitzen laufen kann. Es ist sehr schön. Allerdings nicht unbedingt am Sonn- und Feiertagen zu empfehlen, wie man unschwer hören kann. Ui, was ist das denn? Hier ist so ein kleiner Tümpel direkt am letzten Haus. Mit riesigen Steinen drumherum. Hier stehen auch noch ein paar Steine, die hier aber überall an den Wegen aufgestellt wurden. Erbaut im Jahre 1911. Das Glasmännlein. Das ist nämlich der Märchenweg, das kalte Herz. Ich hoffe, da wird es nachher ein bisschen ruhiger. Denn ich habe heute einen echten Rummeltag gewählt. Wie hält denn das? Das ist ja irre. Oh, eine kleine Burg. Auch gut. Mit da. Das ist meine Burg. Das ist deine Burg. Komm mal her. Mit Dach. Sehr irre. Und wer wohnt da drin? Marder. Marder? Der Marder, der sich nicht gut benimmt, kommt in den Kerker. Der kommt in den Kerker, wow. Inmitten des Chaos so viel begeisterte Fantasie. Das fand ich jetzt schön. Das ist auch interessant. Thank you.
Ui, was für ein Trümmerfeld. Ups. Auch hier. Das Glasmachergewerbe. Im Mittelalter siedeln sich auch Glasmacher im Schwarzwald an. Die Glasmeister finden hier alles, was sie für ihr Handwerk brauchen. Quarz, Sand in den Flussbetten, Wasser und sehr viel Holz. Vor allem Flaschen und Noppengläser werden im Schwarzwald hergestellt. Die leicht grünliche Färbung des Glases kommt vom Eisen, das sich in geringen Mengen im Quarzsand befindet. Mit Körben auf dem Rücken zu Fuß bringen Glasträger die zerbrechlichen Stücke zum Verkauf in umliegende Orte.